Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich muss jetzt kurz meinen Grundkurs Mathe machen. 50 minus 16, das heißt dann 40, dann muss es bei 34. Ich habe hier nicht einfach 16 Minuten stehen, ich habe hier 50. Ja, so. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muss jetzt die 16 Minuten wahrscheinlich ganz anders machen, als das Manuskript sagt, damit ich etwas auf Ihre Anmerkungen eingehen kann. Ich kann nicht alles schaffen, aber ich versuche es. Aber eins mal vorweg. Im Benchmark dieser Republik stehen die sächsischen Feuerwehren, anders da, als es jetzt die beiden Oppositionsfraktionen versucht haben, deutlich zu machen. Kein anderes Bundesland investiert im Pro-Kopf-Vergleich der Einwohner so viel in Brandschutz und Feuerwehren wie das Land Sachsen. Auch mehr als Bayern. Das mal vorweg. Zweitens, ich lese Ihnen jetzt die Antworten nicht noch mal vor, vor allem Herrn Schulze, damit er nicht noch Schmerzen erleidet. Ich gehe einfach mal auf die Schwerpunkte ein, die wir im Feuerwehrwesen in Sachsen machen. Und jetzt muss ich aber dem selbsternannten General von der Linken vielleicht noch mal erklären, wie das System der Feuerwehren in Sachsen, übrigens auch in allen anderen Bundesländern, sich verhält. Wir haben das Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung. Dieses Prinzip ist genau entgegengesetzt zu dem, nicht polizeiliche Gefahrenabwehr, was wir in der polizeilichen Gefahrenabwehr haben. Davon sprechen Sie aber die ganze Zeit. Dieses Gefühl, aus dem Innenministerium könnte man die Feuerwehren in Sachsen zentralistisch führen. In diesem Ministerium gäbe es quasi zentralistisch alle Daten. Wir würden bestimmen, welche Autos wohin kommen und in welcher Qualität. Meine Damen und Herren, das ist Systemwechselwünsche, kenne ich aus Ihrer Fraktion, aber das ist nicht das System, was wir in Sachsen haben. Und es ist eins, was wir auch nicht wollen. Ausdrücklich. Es bleibt dabei, Landkreise und Kommunen verantworten den Brandschutz. Und die möchten das auch. Und die möchten auch die Qualität ihrer Fahrzeuge, die Art ihrer Ausstattung selbst verantworten und selbst managen. So. Das Ahrtal, der Brand in der Sächsischen Schweiz, oder was kann ich alles aufzählen, zu einer veränderten Meinungslage geführt hat. Das hilft mir und auch dem SMI. Wir werden das neue Gesetz Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz natürlich dafür verwenden, dass wir für künftige Lagen, wo unter Umständen die kommunale Ebene oder gar die Landkreisebene überfordert ist, dass wir für solche Lagen künftig besser aufgestellt sind, das werden wir in diesem Gesetz verankern. Aber dafür braucht es eine Verhandlung. Und das tun wir die ganze Zeit, vor allen Dingen mit den kommunalen Verantwortungsträgern. Gibt es in Sachsen die Bereitschaft, über kommunale Lagen hinaus sich auch Schlimmeres vorzustellen? Was du dir denken kannst, passiert auch. Das ist so eine Krisenmanagement-Weisheit. Und wenn wir das geschafft haben, wenn Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte mit uns gemeinsam zu der Überzeugung kommen, das glaube ich, schaffen wir in diesem neuen BRKG, dass auch das SMI und die Landesdirektion stärker in die Rolle versetzt werden müssen, solche Lagen zu führen. Dann kriegen wir auch neue Daten, dann kriegen wir auch neue Statistiken und dann sind wir zumindest etwas auf dem Weg, den Sie gern hätten. Heute haben wir eine Feuerwehrstatistik, die gibt nicht diese zentralistischen Daten bekannt, die Sie gern hätten. Aber wir sind längst auf dem Weg, etwas Neues zu machen. Das Statistische Landesamt, über das hier leider wenig gesprochen wird, ich würde es mal als Controller unseres Freistaats bezeichnen, arbeitet gerade an einem hochmodernen Datenbanksystem. Das hat quasi app-artig künftig jede Kommune, jede Feuerwehr, wo live die Daten eingetragen werden und wir unter Umständen so weit kommen, wie Sie es gern hätten. Nochmal, da müssen alle mitmachen wollen und daran arbeiten wir intensiv. Übrigens, was Ihre Ansicht anbelangt zur Finanzierung. Auch das ist nicht so einfach, wie Sie das sagen. Es ist nicht so, dass der Freistaat verantwortlich ist für die Finanzierung der Feuerwehrfahrzeuge und die Kommunen das etwas unterstützen mit ein wenig Eigenmittel.
Tatsache ist, eigentlich liegt die komplette Finanzverantwortung bei den Kommunen und der Freistaat unterstützt. Das stellen Sie hier irgendwie komplett auf den Kopf. Bei dem System wollen wir aber bleiben. Also der Finanzminister ist nicht da, ich darf auch gar nichts anderes sagen, sonst wird er wahrscheinlich narrisch werden. Eine Fachaufsicht, Herr General Schulze, haben wir auch nicht. Ich weiß nicht, wo Sie das System hernehmen, aber wir haben keine Fachaufsicht im SMI. Ob wir sie gern hätten oder nicht, lasse ich hier mal offen. Meine Damen und Herren, 419 Gemeinden, das macht die Aufgabe deutlich, 419 Bürgermeister, dazu die Landräte, dann können Sie sich vorstellen, was es bedeutet, ein solches System zu verändern. Und das, glaube ich, wird uns gelingen mit dem neuen BRKG. Aber das Wichtige, was wir, glaube ich, in den Vordergrund stellen müssen, ist, die 43.000 Bürgerinnen und Bürger, aktive Mitglieder der Feuerwehr in Sachsen, arbeiten für uns 365 Tage, 24 Stunden. Nicht nur bei Bränden, bei Unglücksfällen, Notständen, Transport gefährlicher Güter etc. Sie gefährden ihr Leben für unseres und sie werden dafür auch immer häufiger auch noch angegriffen. Das ist ein Zustand, meine Damen und Herren, wo wir alles tun müssen, alles Erdenkliche tun müssen, diesen Frauen und Männern erstens ihren Job zu erleichtern, durch gute Ausstattung, durch gute Ressourcen und zweitens durch sehr, sehr konsequente Strafverfolgung, die ahnden, die auch nur versuchen, Hand anzulegen, wie das beispielsweise jetzt in der Berliner Silvesternacht passiert ist. Ich bedanke mich ausdrücklich für all die Einsätze bis hin zu den Einsätzen Gorischer Heide, Arzberg, SOE und wo sie überall waren, bei unseren Feuerwehrleuten. Und der Dank an diese Feuerwehrleute, den versuchen wir im Wesentlichen zu erbringen, indem wir hier im Freistaat bestmögliche Voraussetzungen für deren Arbeit schaffen. Ich glaube, das ist der Dank, den die auch erwarten, so sehr wir das hier verbal tun können. Die sitzen gerne in ordentlicher Ausstattung und haben auch gerne ordentliche Feuerwehrgerätehäuser. Der Doppelhaushalt im Landtag hat das ermöglicht, ganz eindeutig ermöglicht. Und hier wurde ja jetzt gerade eben viel über die CDU geschumpfen. Also ich erinnere mich, jede Fraktion der Koalition hat hier so ihren genetischen Fingerabdruck hinterlassen in diesem Haushalt. Jede an anderen Stellen, aber eins kann ich sagen, bei der Feuerwehr war es nun mal die CDU. Ich weiß nicht, was hier für eine Kritik. Also für die Jahre 2018 bis 2023 200 Millionen Euro in den kommunalen Brandschutz. Können Sie bundesweit suchen, werden Sie nicht finden im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Für die nächsten zwei Jahre wieder jeweils 40 Millionen. Und jetzt ist das der einzige Punkt, wo ich der Abgeordnete Nikolaus widerspreche. Damit halten wir nicht das Niveau, sondern wir gehen darüber hinaus, weil ja noch die 30 Millionen draufkommen über das Waldbrandkonzept. Damit, meine Damen und Herren, übrigens, hier war noch ein Kommentar zur Zentralbeschaffung. Ein Musterbeispiel für unsere angestrebte neue Kooperation mit den Kommunen. Zentralbeschaffung scheitert bisher nicht am Staatsministerium. Wir würden das sehr bevorzugen. Es scheiterte bisher an wem? An den Kommunen, die das nicht wollten. Auch die kommen in Bewegung. Auch da tut sich etwas. Unser Angebot wird sein, zentral beschaffen, sammelbeschaffen und einzelbeschaffen. Das volle Angebot und die Kommune wählt selbst aus, was sie möchte. Ob wir so weit kommen, darüber sind wir gerade mit selbigen in Verhandlungen. Meine Damen und Herren, die Waldbrände in der Sächsischen Schweiz, das ist ja im Prinzip Klimawandel-Anpassungspolitik, die wir da machen mit der Feuerwehr. Diese Waldbrände werden leider nicht die letzten gewesen sein. Wir müssen damit rechnen, dass das so weitergeht. Und deshalb haben wir dieses strategische Waldbrandschutzkonzept. Ich weiß, dass Sie das dringlich erwarten. Ich würde es Ihnen auch vorlegen, aber es wäre jetzt dumm, Ihnen das vorzulegen, weil wir haben Gott sei Dank eine sehr gute Kooperation mit der Expertenkommission Waldbrand. Diese Expertenkommission prüft einerseits unser Konzept und zweitens wollen wir mit dem Ergebnis auch unser Konzept noch mal verfeinern, sodass Sie am Ende eine Vorlage bekommen im Innenausschuss und hier im Landtag, die, glaube ich, dann alles das erfüllt, was Sie sich vorstellen.
Es trägt jedenfalls jetzt schon die sächsische Handschrift, wenn Sie mit dem Autor sprechen wollen. Da oben sitzt der Landesbranddirektor, ist ja auf der Tribüne, der hat das maßgeblich erarbeitet. Und darauf aufbauen werden die 30 Millionen Investitionen, die wir bekommen haben, die im Doppelhaushalt beschlossen werden. Und ich kann Ihnen auch sagen, wer war das? Ich glaube, der Abgeordnete Pallas. Das Waldbrand-Eichhörnchen steht schon drin. Wir waren da dem Professor Müller etwas voraus, es steht schon drin. Meine Damen und Herren, apropos dieses Waldbrandgutachten von dieser Woche. Wir erwarten mit großer Spannung das Ergebnis Ende dieses Monats der Waldbrandexpertenkommission, die die Staatskanzlei eingesetzt hat. Warum? Ich erwarte durch die interdisziplinäre Besetzung mit vielen Experten in dieser Kommission ein Ergebnis, wo wir zum Thema Wald, Natur, Brandschutz und Bevölkerungsschutz ein ausgewogenes und ausbalanciertes Ergebnis bekommen, wo alle Aspekte betrachtet werden und nicht nur Totholz. Ich glaube, auf dieses Ergebnis können wir uns, glaube ich, freuen. Und Herr Abgeordneter Lippmann, das Institut für Bevölkerungsschutz nehmen wir sehr, sehr ernst. Wir sind sehr dankbar, dass Sie sich da so durchgesetzt haben. Und wir sind mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bereits in Gesprächen. Die haben eine Wissenschaftsabteilung. Die haben den besten Überblick, in welche Themen solltest du gehen, wo fehlt noch was. Wir werden auch dort mit einem Konzept auf Sie zukommen und werden das dem Sächsischen Landtag darstellen. Ich werde aber nicht hier schließen. Frau Vorsitzende, Herr Präsidentin, wen habe ich denn noch? Wenn Sie bei den 16 Minuten bleiben, handelt es sich mithin noch um 2,5 ungefähr. So, ich schließe hier nicht Feuerwehrdebatte ohne eine Forderung an den Bund. Nach dem Grundgesetz machen wir Katastrophenschutz und der Bund Zivilschutz. Das Grundgesetz hat sich dabei gedacht, weil es ja dual-use-fähig ist, im Frieden nutzen die Länder die Zivilschutzkapazitäten des Bundes mit im Katastrophenschutz und im Krieg nutzt der Bund unsere Katastrophenschutzfähigkeiten mit im Zivilschutz. Wir leisten unseren Beitrag, die Summen habe ich gerade genannt, Jahr für Jahr, wir 16 Länder. Jetzt erwarten wir, dass der Bund auch die Zivilschutzkomponente liefert, die seit Jahren nicht geliefert wird. Ich habe die größte Hoffnung, dass der ehemalige Innenminister Pistorius, der diese Ansicht auch hatte, als Verteidigungsminister jetzt Druck macht, dass wir aus dem Bund endlich im Bereich Zivilschutz die Investitionen sehen, die es braucht. Wer jetzt mehr für die Bundeswehr fordert, der dürfte auch nicht vergessen, dass der Bevölkerungsschutz die Kehrseite dieser Medaille ist. Zivilverteidigung und militärische Verteidigung sind immer noch in einer Konzeption im Bund. Das muss ich hier noch mal sagen. Am Ende, meine Damen und Herren, das BRKG haben wir schon angedeutet. Das versucht, all das zu beantworten. Ich sage immer, es ist das modernste Gesetz. Die Formulierung, der große Wurf, kommt von den Feuerwehren, HEORGS und so weiter. Wir wollen beides irgendwie hinkriegen. Aber ich bedanke mich jedenfalls bei allen Partnern, die intensiv mit uns dran arbeiten. Ich bedanke mich auch bei den Parlamentariern, die uns da intensiv begleiten. Und nochmal, wir versuchen, die persönliche Wertschätzung für die Ehrenamtler, das Rückgrat der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr, auch dadurch zu gestalten, dass wir Jubiläumszuwendungen und Ehrenzeichen am Bande ins Leben gerufen haben. Wir drücken hier von hier aus den Menschen unsere hohe Anerkennung aus. Und zum Thema Jugendfeuerwehr, ich war in Donau, das ist die einzige Stadt, glaube ich, in Sachsen, die in ihrer Schule den Nachwuchs für die freiwillige Feuerwehr sogar ausbildet als Fach. Das ist für mich ein Musterbeispiel, wie man das Ehrenamt vitalisieren kann und wie man der Feuerwehr eine wunderbare Zukunft gibt. Ich danke Ihnen, dass Sie mit uns zusammen diese gegenwärtigen und künftigen Herausforderungen im Feuerwehrwesen des Freistaates Sachsen gewährleisten. Wir stehen hinter diesen Frauen und Männern und werden sie mit aller Kraft unterstützen. In diesem Sinne hoffe ich, die 16 Minuten genau eingehalten haben. Dankeschön.